In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Bitwy Königinnen-Zuchtserien anlegt, bearbeitet etc. Starten wir gleich durch. Auf der linken Seite gehen wir auf Königinnenzucht und hier einmal auf Methode. Allgemein, wenn ihr einen neuen Account anlegt auf Bitwy, habt ihr bereits eine Königinnenzucht Methode hinterlegt, die ist aber sehr basic und es ist wirklich dafür gedacht, das ganze System, dass ihr die Sache an eure Arbeitsweise in der Imkerei anpasst. Deswegen legen wir jetzt gleich eine neue Methode an, nennen das gleich Video Zuchtmethode, speichern diese und wenn wir diese jetzt selektieren, sehen wir, da sind noch keine Zuchtschritte oder sonstiges hinterlegt. Diese müssen wir auch noch zuerst hinzufügen oder anlegen. Hinzufügen könnten wir über den Button Hinzufügen Zuchtschritt. Und hier sind auch ein paar schon angelegt, aber wie gesagt, wir definieren unsere eigenen. Wir machen eine ganz simple Zuchtserie. Um Zuchtschritte anzulegen, gehen wir oben auf Zuchtschritte. Und hier sehen wir die Zuchtschritte, was angelegt sind. Und definieren jetzt unsere eigenen. Wir nennen die erste Video Weisel entfernen. Also der erste Schritt ist die Königin aus dem Stock entfernen. Starkes Volk nehmen. Wartezeit ist 0. Wartezeit bezieht sich immer auf den Schritt vor diesem Schritt. Das heißt, wie lange ich warten muss, bis ich zu diesem Schritt komme. Das speichern wir jetzt. Ich filter hier auch gleich nach Video, dass nur mal diese Schritte angezeigt werden. Und lege jetzt noch einen Schritt an. Video Zuchtlatte einhängen. Das machen wir 2 Stunden, nachdem wir die Königin entfernt haben. Da gebe ich noch als Kommentar Bannwabe in einer Bannwabe. Das heißt, im ersten Schritt entfernen wir die Weißel aus einem Stock. Dann hängen wir 2 Stunden später unsere Zuchtlatte ein in einer Bannwabe. Und circa einen Tag später, Video alte Weißel zurück, geben wir die alte Königin wieder zurück in das Volk, da wir eine Zucht machen in einem Weißel richtigen Volk. Durch die Bannwabe kommt die Stockmutter auch nicht zu den angeblasenen Zellen. Und ganz einfach machen wir jetzt noch als letzten Schritt Königinnen schlüpfen. Das sind ca. 12 Tage. Wir warten 24 Stunden, also nehmen wir 11 Tage. 11 mal 24 ist 11 mal 24 nehmen wir 264. 42, das sind 11 Tage, das müsste gut passen. So, das sind unsere Schritte. 12 Tage, ja, probieren wir. Wie gesagt, ist nur für ein Video. Muss man sich halt anschauen, dass die Zeiten passen. Jetzt gehen wir auf die Methode zurück, wählen wieder unsere Videozuchtmethode und tun unsere Schritte hinzufügen. Zuerst fangen wir mit Weißel entfernen an. Dann Zuchtlatte einhängen, die alte Weißel tun wir zurück und Königinnen schlupfen. Ihr könnt, wenn ihr etwas falsch eingegeben habt, zum Beispiel alte Weißel zurück, könnt ihr hier, wenn sie zuerst markiert, können wir diese wieder entfernen. Und dann können wir sie wieder hinzufügen. Und jetzt ist das an letzter Stelle, das wollen wir aber nicht. Ah, das ist sowieso das Falsche. Alte Königin zurück, was? Das ist sowieso das Falsche, das markieren wir jetzt. Geben einen Schritt rauf mit diesen Pfeilen. Und wenn wir es deselektieren, ist das schon gespeichert.
So, schauen wir unsere Zuchtmethode an. Wir entfernen die Weisel, hängen eine Zuchtlatte ein nach 2 Stunden. Dann geben wir die alte Weisel zurück ins Volk. Und 11 Tage danach, also nach diesem einen Tag, schlüpfen unsere Königinnen. Okay, hinten ist auch noch so ein kleines Informationssymbol, wo wir nochmal die Infos sehen. Und das war es eigentlich. Ihr seht, es ist ein bisschen ein Aufwand, diese Methoden erstellen, aber theoretisch erstellt ihr diese Methoden einmal, ein paar Mal im Jahr oder beim ersten Mal, weil ihr benutzt die dann natürlich immer wieder. Und das ist dann perfekt angepasst an eure Betriebsweise. So, der nächste Schritt ist natürlich, diese Methode zu verwenden für eine Zuchtserie. Da gehen wir hier auf Königinzucht hinzufügen, nennen es Video Zucht 1 und geben auch noch vorne das Symbol als 1, dass wir es gleich erkennen. Als Datum ist dieses Datum, von welchem Schritt aus er es berechnet. Also der Vorteil bei diesem System ist, ihr könnt den Schritt auswählen. Ich zeige euch jetzt das, wie das funktioniert. Zum Beispiel will ich am 31. Oktober um 12 Uhr möchte ich, also zuerst wähle ich meine Videozuchtmethode aus, möchte ich, dass die Königinnen schlüpfen. So, der Vorteil bei diesem System ist, ich kann auch so gesehen jetzt von hinten anfangen und er rechnet mir die Schritte nach vorne. Oder ich kann sagen, ich möchte die Weißel entfernen am 31. Oktober, dann rechnet er mir von da aus die nächsten Schritte in die Zukunft. Aber ich möchte, dass Ende Oktober meine Königin schlüpft. Jetzt wähle ich das aus. Hier könnte ich noch zusätzliche Daten eingeben. Das ist dann gut, wenn man ein bisschen eine Auswertung machen will, wie viel man umgelauft hat, wie viele eigentlich geschlüpft sind und wie viele erfolgreich zum Beispiel von einer Belegstelle zurückgekommen ist. Das könnte man dann das findet man alles in der Tabelle später und könnte man zum Beispiel auswerten. So, wir speichern das jetzt. Und wie gesagt, das ist alles in der Tabelle hier ersichtlich. Hier wäre unsere neue Zuchtserie. Geben wir noch den Namen und das Symbol dazu. Dann sehen wir gleich das Video Zucht. Wenn wir hier vorne auf den Zeitplan-Icon klicken, sehen wir hier auch die berechneten Schritte. Okay? Jetzt können wir das zumachen. Und das ist natürlich okay. Aber was halt von super Vorteil im B3-System ist, ist, dass wir das alles im Kalender sehen. Wenn wir jetzt auf den Kalender gehen, sehen wir, ich schalte nur zuerst die FIS-Daten aus, sehen wir am 31. Oktober um 12 Uhr schlüpfen unsere Königinnen. Dass ich dieses Ziel erreiche, muss ich am 19. Oktober beginnen. Okay? Jetzt kann es sein und denke mir, okay, das passt jetzt mir aber nicht ganz ins System. Ich müsste das ein bisschen umstellen und ihr könnt einfach im Kalender nämlich das Event nehmen und auch verschieben. Zum Beispiel sage ich, okay, ich will aber am Montag anfangen und dann sehe ich auch gleich, natürlich verschiebt sich der Schlupf dann auf den 29. Oktober. Die Stunden könnt ihr nur in der Tabelle editieren. Dieser Event zeigt auch an mit den Notizen und die Zeitpunkte. Die Stunden und die Minuten könnt ihr nur in der Tabelle ändern, wenn das nicht ganz passt. Das war es im Prinzip. Was ich noch erwähnen möchte, ist, wenn ihr diese Methode löscht, ist sie auch wirklich weg. Also ihr könnt sie nicht wieder herstellen. Die ist aus dem System komplett gelöscht. Da gibt es keine Sicherheitsfunktion dafür. Auch wenn ihr Methoden löscht, sind natürlich eure Serien auch weg. Deswegen am besten, wenn ihr eine Methode habt, die ihr nicht mehr benutzt, aber sagen wir bereits einmal, die ihr jetzt nicht mehr benutzt, aber bereits einmal eingesetzt haben, definiert sie einfach mit alt oder irgend so etwas. So. Ich würde jetzt, ja, ich würde alt dazu schreiben. Passt. Jetzt heißt die alt und ich weiß immer, okay, die nicht mehr benutzen.
oder irgendwie anders für euch definiert. Das gleiche gilt für die Schritte, da auch ein bisschen aufpassen. Super, vielen Dank, das war's.